Man sieht hier eine originale Skulptur von Bruno Cioroncoli, der sich sehr stark mit neuen Körperkonzepten beschäftigt hat, schon sehr früh in den 60er, 70ern. Und ich habe sie verwendet als, ich durfte sie verwenden als Fotoset. Es gibt auch einen kleinen Film dazu mit zwei Performerinnen, mit denen ich auch Filme gemacht habe. Das ist ein Transgender-Model, Valentine de Hing aus Amsterdam und J.D. Samson von der Band Le Tigre. Und ich habe praktisch diese Skulptur wieder reaktiviert mit einer Interpretation von diesen Performerinnen, die mir ihre eigene Stimme borgen, wie sie praktisch mit ihrem eigenen Körper oder die Idee von Geschlecht umgehen. Dazu gibt es Skulpturen aus Glas und mit Polyesterteilen, angesetzten Polyesterteilen mit Organen, in diesem Fall sind es Lippen, geht es auch um so eine Androgynität, dieses Aufbrechen von diesem binären System. Also es geht natürlich auch sehr stark um so Oberflächen, alles ist sehr glänzend, metallic und zu diesem Thema Überschönheit, also es ist auch so eine Idee, was ist hinter dieser Fassade, was ist hinter dieser Überschönheit, und mit solchen Dingen beschäftige ich mich auch sehr stark.